Ja, da sitze ich doch wieder vor dem Fujitsu Siemens Livebook E-Series, was zum Glück ja alles funktioniert, bis wahrscheinlich auf den Kabelbruch. Wo sind wir denn da stehen geblieben? Ihr habt gesehen, ich hatte da noch diese ganze Reihe Bing, 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 Bing. Probleme nenne ich sie mal. Probleme. Video, PCI, Internet, WLAN, Bluetooth-Treiber. So viel. Das Gute ist, dafür, dass das Ding circa 2005, 2006 hergestellt ist, dass Fujitsu Siemens euch immer noch die Möglichkeit gibt, diese ganzen Daten, die ich hier runtergeladen habe, runterzuladen. Ihr seht, das sind alles Daten auf dieses Notebook zugeschrieben. Und zwar alle, die man so braucht. Hier unten ist zum Beispiel der Audiotreiber, mit dem ich mal anfangen wollte. So, ich würde sagen, ich installiere den einfach. Nö. Bip. Was war das? Schon mal ein Kontrollbrief? Ich weiß es nicht. Kam mir zumindest so vor. Kann ja sein, dass es sowas gibt. Installation 80%. Er berührt sich nicht. Er rührt sich nicht. Dum, 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 dum. Ach, Moment. Da unten ist auch noch was offen. Okay. Beides im Wartemodus. Wahrscheinlich initialisiert er jetzt irgendwo die Soundkarte. Er hat ja gerade schon mal gepiept. Da ist noch eins auf. Moment, das da. Ach da, zu installieren. Nicht bestanden. Ja klar, immer draufhauen, mein Gott. Ich kann nur nichts dafür, wenn die Fujitsu Siemens nicht mit Windows können. Oder andersrum. Bum, 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 bum. Ja, Computer neu starten. So kennen wir das. Jetzt will ich natürlich hoffen, dass er direkt durchstartet. Ich schätze mal wieder nicht. Da ist schon mal kein Ton. Gucken, ob wir jetzt gleich direkt Ton haben. Gucken, ob wir jetzt gleich wieder direkt Windows haben. Wie gesagt, der Rechner mag mich auch nicht besonders. Ich habe ihn nicht bewegt. Ihr seid wieder live dabei. Wow! Und er startet direkt. Es geht mal ohne Gemecker. Schön. Und? Und? Ich höre nichts. Das ist super. So viel zum Soundtreibern. Leistung. System. Hardware. Gerätemanager. Okay. Dafür, dass er sie an sich installiert hat, sehe ich noch gar nichts. Das ist echt Mist. Dann gucken wir mal noch. Vielleicht braucht er wieder an sich mehrere. Ist ungewöhnlich. Ich habe hier extra den Ordner angelegt. Modem. Modem. Grafik. Broadcom. Floppy. Broadcom. Fujitsu. Bluetooth. Intel HC Wireless. Speicher, Speicher. Synaptics Touchpen. Synaptics, warum ist da nichts drin? Was gibt es denn hier noch? Config WDM. Muss ich auch noch installieren? Muss ich ihn selber suchen lassen? Wieder auf die komplizierte Art. ZCD, Setup habe ich gemacht. 98 Wingold, ja, perfekt. Memory. Micro-Kartenleser. Kartenleser. Hotfix-Problem, Mobil. Chipsatztreiber. Die sollte man an sich auch immer installieren. Ich würde sagen, ich mache erstmal mit dem Chipsatztreiber weiter. Vielleicht muss ich doch noch mal gucken, dass ich noch einen anderen finde. Es gab zwei verschiedene Treiberinstallationspakete. Einmal für den mit der ATI Radeon. Das weiß ich nämlich nicht. Und einmal mit dem Intel-Chipsatz. Kann natürlich sein, dass das bei dem Intel-Chipsatz mit bei ist. Der passende Soundkartentreiber. Aber an sich tun die sich nicht viel. Bam, 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 bam. Er hat überhaupt Lautsprecher.
Doch, Lautsprecher hat er. Ich habe noch nicht gesehen, wo man lauter machen kann. Ich guck mal eben. Hat der ein Drehrad? Nee, da sind sie auf den Tastenfeldern, das sehe ich schon. FN-Taste hat er, vielleicht ist er nur stumm geschaltet. Oh, ich sitze hier sehr unbequem. Das blinkt dann da unten auf. Bidi bidi. Ja, neu starten. Ja. Wenn es einfach wäre, könnten wir das alle. Naja, ich meine, heute ist es ja schon einfacher geworden. Viel läuft einfach wirklich nur noch über das Internet. Und wenn man, sobald man angeschlossen ist im Netz, suchen sich die Treiber, sage ich mal, selber heute den Weg auf deinen Rechner oder auf den Laptop. Da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Probier mal eben, ob ich lauter machen muss. Nö, die Tasten funktionieren eh noch nicht. Naja, das hat aber auch jeder Hersteller so ein bisschen anders. Es gibt auch viele, die haben einfach ein Grundpaket, da braucht ihr nicht alles einzeln runterzuladen. Da haben die das irgendwo in einem drin. So, wieder Modem. Nochmal Modem. Grafik, Broadcom. An sich hätte ich eigentlich gedacht, der funktioniert sofort hier, der Audio. Ja, ich probiere mal die Variante. Aua. Über. Aua. Ich meine, die sind noch nicht entpackt. Soundman, ich entpacke die Datei erstmal ganz frech. Kopieren. In einen separaten Ordner. Einfach hier unter C einfügen. Ordner neu. Ah, ist ja der perfekte Name. Und einfügen. So viel dazu. So, den. Den. Kopieren. Also die Tasten an sich funktionieren zum Glück einwandfrei. So, er entpackt die quasi. Jetzt habe ich direkt die Rohdateien. Und probiere das Ganze einfach mal. Erst über die Variante selber machen. System. Hardware. Geräte. Moment. Der läuft natürlich unter. Hehe, unbekanntes Gerät vielleicht. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr schön. Diesmal nicht. Automatisch installieren, ja. Findet er nicht. Auch nicht mehr im Internet. Dann hätte er wahrscheinlich sofort keine Probleme. Quelle. Quelle. Durchsuchen. Quelle C. Quelle. Neuer Ordner. Quelle da. Quelle. Config. Ne, Wingold wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, wenn er da eine findet. Probieren wir mal. Nö. Lalalala. Das ist immer die Fummelei an dem Ganzen. WDM. Okay. Abbrechen. Abbrechen. Normal auch eine ganz klare, einfache Sache. Dann würde ich sagen, probiere ich einfach mal den nächsten. Ich probiere einfach den Grafikkartentreiber. Kann echt sein, dass das alles die falschen sind. Wo ist er denn? Radeon X600. Und da gab es noch ein 4150. Nehme ich den. Oder nehme ich den? Ich nehme den größeren. Da, da, da. Quatsch. Ist ja kein angenehmer Fassungsschlag zu. Was? Zuzüglich Namensänderung beschreiten. Aha. Verstehe ich zwar nicht, aber egal. Lässt.
Lästig. Oder muss ich die erst entpacken? Ihr Mistkerle. Kann natürlich sein. Ja. Warum kann ich die eigentlich nicht direkt entpacken? Ja, Entschuldigung. Kopieren. Ich mach den ganzen Kram wie gerade. Ah, da erkennt er auch das Setup richtig. Ich würde sagen, ich muss den. Wie heißt es? Einen auch nochmal machen. Ah, guck, seht ihr? Das heißt, ich muss das beim. Ah, okay. Also, das ist der falsche. Sprich. Entfernen. Entfernen. Das ist das Schöne, der erkennt das direkt. Das heißt, wahrscheinlich braucht doch den Intel und nicht den ATI-Treiber. Dann probiere ich hier nochmal Setup vom Sound. Warum läuft meine Nase? Ich verstehe das nicht. Update AC97 Treiber. Ja, neu starten. Müsste jetzt schon was zu hören sein, wenn die funktionieren. Also größtenteils merkt man das dann direkt. Aber allen Anschein nach ist auch das der falsche Treiber. Naja, mein Lieblingshobby. Treiber. Die Antreiber. So, dann probiere ich gleich noch den anderen. Lalalala. Nein, er wird nicht funktionieren. Dann hätte ich schon was gehört. Das heißt wahrscheinlich, ich muss die auf der Intel-Basis nehmen. Dann werden die wahrscheinlich alle nicht laufen. Tack. Tack. Und den, gerade habe ich den, jetzt nehme ich den. Den. Kopiere mir das Ganze einfach wieder in den Ordner. Ihr seht, dann ändert er auch immer die Zeichen dazu. Das ist Computertechnik. Aua, knack, knack. Okay. Also, die reinen ATIs werden nicht funktionieren. Da wird auch der nichts dran ändern. Das ist nur der Launcher. Genau. Okay, das heißt, ich könnte mal wahrscheinlich auch hier die Treiber irgendwo raussuchen, wäre aber an sich Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Es sei denn, das ist ein anderer. Nö, dann hätte er jetzt schon reagiert. Ihr seht, er will gar nicht. Nö. Dann brauche ich auch hier wieder nicht gucken. Trotzdem. Nö, dann werde ich hier wahrscheinlich auch nichts finden auf aktualisierter Treiber. Nein, automatisch findet er nicht. Software, Liste, neue Ordner. Moment. Neuer Ordner. Neuer. Nee, findet er nicht. Treiber. Gucken, ob er dabei wäre, würde mich wundern. Nö. Gut, abbrechen. Also das heißt, ich muss nochmal auf die Seite zurück. Das heißt wahrscheinlich, ich brauche die von Intel und nicht die von ATI. Wahrscheinlich dasselbe mit dem Soundkartentreiber, weil sonst hätte der an sich auch schon längst was gefunden. Das heißt, ich unterbreche hier und wir sehen uns gleich nochmal wieder.